Einfach ein bisschen Abstand halten, okay? Schön, Freund!
auf uns! Jetzt ins KZ bitte, für mich! Schießt auf uns! 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 Völlig überdimensioniert. Wir sind wirklich spazieren gewesen am Schlossgarten, sind eingekesselt worden. Ich bin mehrfach angefasst worden, obwohl ich darauf hingewiesen habe, dass das nicht sein darf und dass ich bitte nicht angefasst, geschubst und gedrängt werden möchte. Ich bin in diese Versammlung hineingedrängt worden. Also völlig überdimensioniert. Und wie findest du die Reaktion der Versammlung? Gerade eben, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich möchte weder geschossen bekommen, noch möchte ich, dass wir mit einem KZ verglichen werden. Ich glaube, das waren schlimme Zeiten und da sollte niemand sich wünschen, dass das passiert. Fakt ist aber, dass sie die Leute wirklich in Angst und Schrecken verjagen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Aggressionen hochschlagen. Weil so wie wir behandelt werden, und ich stand extra außerhalb des Pulkes, weil ich nicht in diesen Pulk hinein wollte, wir wurden gedrängt, ob wir wollen oder nicht. Und das schürt natürlich Aggressionen. Auf beiden Seiten. Ich habe jemanden singen gehört und bin dann einigen anderen Leuten gefolgt und ich nehme an, die wollten sich wieder aufteilen, ne? Also um die Abstandsregel einzuhalten. Finde ich das ganz furchtbar, dass die Polizei systematisch die Leute zusammendrängt, sodass sie ihre Abstandsregel nicht mehr einhalten können. Ich glaube, es gibt bessere Aufgaben, die Polizei zu erledigen, zum Beispiel Kriminelle jagen. Das hier sind Leute, die ihre Meinung kundtun wollen, möglicherweise, weiß ich ja nicht genau. Immerhin, offiziell geht hier nur jeder spazieren, nicht wahr? Ja.